So Leute, willkommen zurück hier bei Foxys Bummelland und mir, dem gerade etwas leicht genervten Kollegen, der hier versucht, die Einstellung zu machen, und ich gucke gerade ganz fasziniert auf diese tollen Dinge, die mich hier erwarten. Gut, wir machen es mal ein bisschen schneller, damit es hier nicht so ewig lange dauert. Und jetzt brauchen wir natürlich noch einen Ein- und Ausgang. Der Eingang kommt hier hin. Und der Ausgang kommt hier vorne hin. Und was nehmen wir ein Schönes? Wir haben jetzt hier noch so einen Untergrund, den hatten wir noch gar nicht. Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, warum geht's nicht runter? Aber es geht natürlich nicht runter, weil es schon unten ist. Da gibt's Sinn, oder? Zack, hier unter der Lustchen-Balustrade darf dann eingestiegen werden. Und, jetzt haben wir hier wieder das Problem mit dem Ding hier. Aber nicht so schlimm. Raster auswählen. Raster auswählen. Dankeschön. Na, wollte doch sagen, passt doch gerade so da durch. Und den Ausgang, den machen wir noch hier schön oben drüber. Hihihi, finde ich lustig. Zack. Da müssen die Leute dann nämlich nochmal schön oben rauf und wir können unten noch ein bisschen was dranhängen. Aufmachen den Bunker. Einfärben das Ganze. Und zwar sollen die Autos in diesem guten alten Metallic-Look sein, aber das ist, scheint die Straße zu sein. Dann ist das hier, denke ich mal. Nee? Sind das hier die Autos? Ah, hier, schwarz will ich die natürlich haben. Und innen drin schöne Ledersessel, natürlich. Wunderbar. Entschuldigung, hoppala. Wow, wo kam das denn her? Und hier die Straße. Soll natürlich schwarz sein. Oder noch weiß. So, das gefällt mir. Das finde ich gut. Das kann so bleiben. Oldtimer Hetzjagd. Was kostet da die Fahrspaßrunde? Machen wir mal 6 Euro. Und dann müssen wir natürlich da auch immer noch ein wenig was hinmachen. Aber das dürfte ja das kleinste Problem sein. Wenn die Leute da durch die Gegend juckeln. Da freuen sie sich schon. Ist das mit Spaß? So, Szenerie. Was haben wir denn? Haben wir noch Gebäude, die wir hier irgendwie hin platzieren können? Die vielleicht sogar gerade passen? Extravagantes Märchen-Reddachhaus. Sieht doch cool aus. Könnten wir hier vorne mit ranstellen. So als Eingangsbereich. Dass man hier vor dem Hause losfährt. Das wäre doch lustig. Die Sache ist nur, ich habe kein Geld, oder? Jetzt rutschen wir aber hier ins Minus. Mein lieber Schwan. Was ist los? Was ist los? Wieso gibt es kein Geld mehr? Technisches Problem hier, technisches Problem da. Tja. Personal. Hier wird es wahrscheinlich wieder dranhängen. Ich guck mal schnell rein. Wir haben nur 700 plus gemacht. Dann haben wir schon wieder 3000 ausgegeben. 3000 für Parkverwaltung. 1900 Lohnkosten. Marketingkosten sind natürlich auch gerade extrem hoch. Vielleicht sollte ich mit dem Marketing gerade mal aufhören, aber ist eh fertig. Das heißt, diesen Monat dürfen wir ja kein Marketing haben. Ja. Sehr gut. Dann wird auch wieder was reinkommen. Ich spule mal einen Ticken vor nebenbei. Denn dann müssten wir jetzt wesentlich mehr Plus machen. Was haben wir denn hier noch? Monatliche Darlehensrückzahlung. Das ist ja wirklich ein Witz. Szeneriebetriebskosten sind auch wenig. Bei Lohnkosten müssten wir vielleicht nochmal schauen. Aber da sind sowieso ein paar unzufrieden.
Ja, jetzt sieht es gerade wieder ein Plus. Das war die Marketinggeschichte, die da wirklich reingehauen hat. Und dementsprechend alles wieder im grünen Bereich. So, ich wollte das hier hinten ja so ein bisschen in der Siesta, in der Finca halten. Deswegen werde ich mir überlegen, vielleicht sowas hier ranzumachen. Siesta de la Finca? Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber. Ja, hier, das finde ich gut. Zack. Und das noch daneben hin. Schwupp. Und dann können die hier schön durch die Provence düsen. Und dazu brauchen wir jetzt was? Genau. Ich glaube, wir brauchen diese Bäumchen, diese hohen, die wir auch hinten hatten schon. Die ich übrigens sehr cool fand. Hier diese. Schön durch die Pappelallee. Können sie damit dann fahren? Wenn wir mal hier schön seitlich davon immer ein paar aufbauen. Und dazwischen machen wir einfach eine ziemlich schicke Animatronik. Wow, es schneit gerade, sehe ich gerade. Wieso passt das hier nicht hin? Doch, passt doch hin. Zack. Hier schön durch, hier in der Ecke auch noch drin. Dass wir immer diese lustige Pappelallee hier haben. Die es ja tatsächlich in Spanien auch viel gibt. Und das Ganze grenzen wir diesmal aber ein bisschen ab mit ein paar hohen Büschen. Und da kommt auch wieder große Frage: Gibt es große Büsche? Ja, es gibt große Büsche. Ich bin ja begeistert. Es gibt große Büsche. Wahnsinn. Also, die hauen wir schön dazwischen. Zack. Dass sie jetzt mal schön ins Grüne fahren mit dem Ding. Was mir persönlich sehr gut gefällt. Auch damals, muss ich gerade wieder zitieren, wir hatten auch bei uns im Spreepark damals so eine Autofahrt. Und die war auch ziemlich lustig. Die ging auch hoch und runter und links und rechts und war dementsprechend auch sehr amüsant. Vor allem als Kind. Als Erwachsener natürlich eher weniger. Aber das ist eine andere Geschichte. So, passt auf. Hier haben wir die Autobahn. Die will ich noch ein bisschen abgrenzen. Und zwar mit einem Bauplan. Mit so einem Gebäudebauplan. Hier hinten haben wir noch so eine Finca. Die können wir dementsprechend hier noch mit hinsetzen. Das ist nämlich eine von den kleinen Fincas, die drüben nicht hingepasst haben. Na, warum passt es da nicht hin? Lasst mich mal gucken, warum es nicht passt. Ach, weil hier eine Kurve ist. Ist falsch rum, wa? Nee. Doch, ist falsch rum. Hätte ich wissen müssen. So rum kommt der Spaß. Zack, ein bisschen weiter weg. Und vielleicht bauen wir sogar noch so ein Gebäude dahin. Weil das gefällt mir gerade echt gut hier mit den ganzen Fingers. So. Das vielleicht gleich hier im Anschluss. Dann sieht es gleich ein bisschen anders aus. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn noch Schönes im Angebot? Wir haben hier noch dieses Riesengebäude. Aber da ist natürlich die Frage, wo willst du das hinstellen? Hier vielleicht. Dann haben wir gleich Kulisse für da drüben. Stellen wir das hier mit hin. Schön an den Rand. Zack. Vielleicht kriegen wir noch eins davon hin. Noch eine richtige Bauanlage. Geiler Shit. Und dann werden wir natürlich dann auch noch ein bisschen was gestalten müssen. Aber es nimmt zumindest schon mal Form und Farben an. Das ist natürlich jetzt hier mehr Märchenpark als alles andere. Zack. Da können sie lang düsen. Über den Dächern von Fluenz. Oder wie es irgendwo. Hier passt das nicht. Warum passt das da nicht? Was ist denn da? Ist doch ja nichts. Naja, ich baue jetzt hier hin. Dann machen wir da noch ein bisschen grün. Hier unten will ich natürlich noch was machen. Die Frage ist nur, kann ich das schon wieder zuschichten? Lustig wäre es. Ich glaube, das geht nicht, oder? Doch. Geil, das geht so ja. Und da draußen, das schneit was.
So, dann machen wir hier nämlich noch ein bisschen Terrain. Ein bisschen schönet. Schön, dass wir hier ein bisschen durch die Bergebenen fahren. Warum also nicht? Und hier brauchen wir das definitiv auch noch. Ein paar Hügel. Ich werde mal die Stärke ein bisschen rausnehmen. Kann ich das nämlich ein bisschen besser angleichen. Da, das gefällt mir doch. Dann haben wir nämlich auch gleich hier hinten ein bisschen abgegrenzt. Und vor allem, wir haben da hinten so ein bisschen Sichtschutz noch mit drin. Zack. Oh, das hier fällt mir. Das hier fällt mir richtig gut. Zack. Na bitte, dann ist das Ganze nämlich hier auch richtig gut gelöst. Dann machen wir hier nämlich so einen Weinberg draus. Hier natürlich auch. Das muss ich ein bisschen größer machen, wenn es ein Weinberg werden soll. Da darf es nur hier hinten hoch sein. So. Na bitte, das sieht doch nach was aus, Freunde. Das sieht doch nach was aus. Ich bin begeistert. Ich rede zwar gerade nicht viel und unterhalte euch auch nicht sonderlich gut, aber mir gefällt das. Mir gefällt das richtig gut. So, Seafliegen hat schon wieder ein technisches Problem. Sag mal, Seafliegen, was ist los hier? Blase Pet. Seafliegen hat Probleme. Seafliegen hat Probleme. 1300. Kann ich mir gerade echt nicht leisten. Na gut. Alles klar. So, Szenerie. Wir brauchen tatsächlich jetzt wieder ein bisschen was. Guck mal, hier haben wir noch einen Blumenstand. Das finde ich auch cool. Können wir hier noch mit dran machen? Den kleinen Blumenstand. See, Blumenstand. Gebüschansammlung. Auch cool. Was es nicht alle gibt. Mein Gott. Ständig schaltet sich hier Steam ein. Oh, jetzt bin ich wieder, weiß ich wie viele, tausende im Minus. Gar nicht mal so schlecht, dass es hier schon so ein paar vorgefertigte Sachen gibt. Die sind mir gar nicht vorher so aufgefallen. Bei Szenerien. Cool. Sehr, sehr cool. So. So, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Schmalz. Ein bisschen Geld. Setzen wir schön da oben drauf. Und hier hinten müssen wir natürlich jetzt auch was tun. Und jetzt ist die große Frage. Gibt es denn noch irgendwas, was so ein bisschen in unser Metier spielt? Bestimmt. Werden wir gleich noch ein bisschen Sand hinmachen? Werden wir gleich noch ein bisschen Sand hinmachen? Meine Stimme versagt auch schon. Ganz kläglich. Und hier ist alles Piraten. Hier ist zwar noch ein Markt, aber der wird uns nicht allzu viel bringen. Baumansammlung ist aber die falsche. Sowas würde sogar noch passen. Zack. Und dasselbe nochmal. Ein bisschen gedreht. Zack. Jetzt brauche ich Terrain, Untergrund, Sand, Sand, Sand. Hier ist Sand. Und zwar sehr klein, den Pinsel. Stärke natürlich umso stärker. War hier schön, das noch ein bisschen mit dran gestalten können. Zack. Dasselbe hier drüben auch nochmal. Na wunderbar. Als hätten wir geplant, dass das hier so aussieht. Hier noch ein bisschen mehr dran. Hier noch ein bisschen Weg. Dasselbe machen wir hier natürlich auch nochmal. Da mache ich es aber nicht Spur größer, weil da ist ja das Ding drunter. Da stört das dann nicht so. Hier machen wir es wieder ein bisschen kleiner auf 3. Dann machen wir den Weg nämlich schön mit.
Zack. Mein Gott. Ich finde das ja prima. Das ist ja, läuft hier schon wieder so gut. Unsere Finca de las Casa. So, bisschen da was rauf. Bisschen hier noch was hin. Die Kurve. Vielleicht noch ein bisschen was. Und dann brauchen wir auch schon wieder Bäume. Huhu, Bäume. Angepasst. Und zwar will ich da wieder meine schönen Siesta de la Finca Bäume haben. Die mir sehr ans Herz wachsen. Bäume, sagte ich. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da seid ihr. Zack. Oh, und natürlich das nächste Problem. Ich werde ja bescheuert, ey. Soll uns nicht weiter stören. Ich baue hier weiter meine Pappeln. Oder was das sind. Was sind das eigentlich für komische Bäume? Mal gucken. Pappeln, ja, sag doch. Schöne Pappeln. Aus dem Pappelgebirge. Zack. So, was haben wir denn noch? Was kann man denn noch so ein bisschen in dieses Metier hineindrücken? Ein wenig Gestein natürlich, klar. Was ist denn nun schon wieder da los? Ich hab doch ja nicht gedrückt. Seid doch nicht so zu mir. Zack. Ja, nur sitzt er da alle und nichts geht, wa? Und keiner ist zuständig für euch. Nicht mal hier der Kollege, weil der natürlich noch die Route nicht kennt, die neue. Jetzt muss ich kurz mal was machen. Und zwar Parkverwaltung. Hier. Wo ist er, mein Kollege? Kollege Baumann. Du hier, du hast niedrig zu tun. Kriegst jetzt hier noch eine Fortbildung. Und du sollst ja den Shit hier machen. Also. Kriegst du den jetzt hier auch? Ach nee. Der bräuchte den. Und ich hoffe, dass er dann jetzt hier dementsprechend auch hinläuft. Wo ist der überhaupt? Wo ist er? Eduard Schrauermann. Kann ich dich mal haben für einen Augenblick? Nee, du baust da gerade irgendwas, oder? Was machst du da überhaupt? Ach, er wartet. Jetzt wartet er. So, ich werde ihn jetzt gleich mal abziehen. Na, geht doch. Geh rin, mach das wieder heile, mein Freund. So, jetzt Terra. Ich brauche hier nochmal ein bisschen Wiese. Um hier oben das Weingebirge etwas nachzubilden. Und dazu brauchen wir jetzt ziemlich viele Sträucher. Das kann jetzt anstrengend werden. Und zwar bräuchte ich so eine Art Weinsträucher, die es aber bestimmt nicht gibt. Weinrebe oder sowas. Wenn ich nämlich die anderen, die ich vorhin schon mal hatte. Und zwar. Die hier. Die sehen noch am ähnlichsten aus, was so eine Weinrebe angeht. Aber das sollte hinhauen. No. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sehr gut aus. Dass das auch alles von der Bahn aus dann gut zu sehen ist. Also, dass das irgendwie, dass man erkennt, was das sein soll. Wenn nicht, wäre halt doof. Müsste ich ja mal zugeben. Wir waren übrigens auch jetzt im Winter schön auf dem Weihnachtsmarkt und ich muss sagen, boah, das ist echt mehr zum Rummel verkommen, als dass das Weihnachtsmarkt ist. Früher kannte ich Weihnachtsmarkt noch so richtig schön, wo man gesagt hat, hey,
Da geht man hin, irgendwie Kleinigkeit essen und machen und tun, aber mittlerweile, das ist ja auch so teuer geworden. Und das sind vor allem da Buden, da wirst du abgezogen, Greifarmautomaten. Nicht zu empfehlen, sage ich euch, nicht zu empfehlen. Aber lustig ist es ja trotzdem immer. Und ich habe jetzt auch zu Weihnachten einen Greifarmautomaten bekommen. Der steht jetzt bei mir hier schön im Zimmer. Gleich hier neben mir. Und da kann man sich jetzt Süßigkeiten aus dem Greifarmautomaten ziehen. Fand ich eine sehr lustige Idee. Vielen Dank, Mutti, für diesen schönen Weihnachtseinfall. Und ich bin jetzt hier gleich fertig mit meinem Weinberge. Ich hoffe, man kann erkennen, dass das einer sein soll. Boah, kommen da große Flocken gerade runter bei uns. Da verbeug ich mich gerade fast. Zack. So, also ich denke mal, man kann erkennen, dass das hier ein Weinberg sein soll. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, gebt mir Anweisungen, wie man es hätte besser machen können. Dazwischen werde ich noch einen Zaun spannen. Aber das machen wir später, Freunde. Das machen wir später. Denn jetzt muss ich erstmal hier das Terrain einigermaßen fertig bekommen. Aber es sieht schon mal ganz gut aus, was wir hier unten bauen. Also man kann sich nicht beschweren, würde ich sagen. Oder? Wie seht ihr das? Sprecht mit mir. Sagt mir doch was. So, hier haben wir noch ein schönes Gebüsch. Das gefällt mir. Ein schönes Gebüsch. Jetzt stellen wir mal hier noch hin. Die seismische Zypresse war ein tolles Gewächs. Da-di-da. Ich weiß nicht mal, was eine seismische Zypresse sein soll, aber man kann ein Lied drüber singen. So viel steht schon mal fest. So, Gebäude. Haben wir denn hier noch irgendwas anderes, wie zum Beispiel, nee, haben wir gerade nicht. Aber bei Szenarien gab es doch was Fertiges. Und zwar hatte ich doch hier gesehen, gab es doch auch noch etwas Lustiges, was man hier auch nehmen könnte. Wo war denn das jetzt? Entschuldigung. Oh, ich bin schon wieder fast vorbei. Sowas hier? Kann man das oben raufstellen? Könnte man schon, oder? Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch Mannekickens. Statuen, Mannekicken. Sammlung auf hoher See. Märchenbrunnen. Hier haben wir einen Märchenbrunnen. Wisst ihr? Da, das geht. Aber das vorhin ging natürlich nicht. Scheißdreck. So. Ah, das ist auch schön. Dann fehlt mir auch. Ist natürlich ein bisschen riesig, das Ganze, aber vielleicht habe ich hier hinten noch ein bisschen Platz dafür. Drehen wir das mal. So, mach ich das mal ein bisschen runter. Zack, kommt hier unten durch. Wenn ihr alle bepustet. Sehr schön. So, was wollte ich noch machen? Hier hinten muss ich noch begrünen, da muss ich noch begrünen. Meine Fresse, was ich am Begrünen bin hier. Unglaublich. Männekickens wollte ich hinstellen, wa? Ganz genau. Die Frage ist halt nur, angepasst, Kunstform, Natur, aktuell. Requisiten. Und da bräuchten wir Torbögen, Statuen, Monumente, Automatroniken. Hier gibt es bestimmt irgendwie einen Cowboy, Pirat, jonglierender Narr. Gibt es nicht auch irgendwelche Spanier oder so? Ein Rostock, ein Bogenschütze. Das fehlt ein bisschen. Ein Trooper gibt es, aber die passen da nun absolut nicht drin. Na, mal gucken. Fällt mir schon noch was ein. Wenn nicht, nehme ich hier einfach so ein Rostock oder so. Mal schauen. Obwohl, Piraten gab es ja auch in der Karibik und dementsprechend auch in Spanien. Obwohl die Karibik ja nicht in Spanien liegt. Oder liegt die Karibik in Spanien? Genau. Das sieht blöder aus. Aber hier, so eine Fiesta de la Cinca, Leute. Aber die ballern immer nur. Hier nehme ich so einen Typen, der hier langlatscht.
Oder? Wäre doch nicht schlecht. Der läuft hier lang. Was macht der andere? Ach, das ist ein marschierender Ritter. Na gut, der passt da natürlich nicht ganz so hin. Der passt hier eigentlich auch nicht hin, aber ich könnte den hier schön irgendwie noch mit reinstellen. Der jongliert da. Dann nehme ich hier nochmal den marschierenden Roland. Der marschiert hier noch lang und den machen wir. Kriegt den hier oben hin? Das wäre cool. Ja, die marschieren da im Gleichschritt. Gut, hier fehlt mal. Na gut, schießen müssen wir jetzt hier nicht unbedingt. Mal sehen, vielleicht finde ich auch noch irgendwas anderes. Kann man noch eine fliegende Hexe machen. Oh, hui. Aber das ist eine andere Geschichte. Na gut, Freunde. Ich muss erstmal Schluss machen mit euch. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch weiterhin treu. Auch wenn ich hier so viel Mumpitz erzähle zwischendrin. Oder beziehungsweise manchmal auch gar nichts erzähle. Weil ich irgendwie nicht die Zeit dazu finde. Aber wir kriegen das alle hier noch auf der Reihe. Überlege nur gerade, baue ich hier sowas vielleicht noch hin? Sieht das hier irgendwie? Oder mal, ich mach das mal hier aus. Aber das passt natürlich nicht so ganz hier drin, ne? Ach, was soll's. Ich stelle das jetzt einfach hier oben rauf. Zack. Und da mache ich dann irgendwie einen Brunnen oder sowas hin. Habe ich nicht vielleicht sogar einen Brunnen? Moment mal. Ich habe doch bestimmt einen Brunnen. Den machen wir noch schnell. Hier. Ob ich das hier vielleicht ein bisschen drin mache oder ein bisschen kleineren nehme? Nein, der ist so groß. Hey, gar nicht gut. Tja. Schade, ich dachte, ich hätte irgendwas. Wo ich gesagt hätte, da könnte man das als sozusagen als Bohrloch nehmen. Hier vielleicht. Das könnte fast gehen. So. Dann sieht es zumindest aus, als würde der irgendwas pumpen. Und wenn wir dann hier noch so eine Automatronik nehmen, mit ein bisschen Wasser. Rundspitzer, klein. Zack. Dann sieht das erst recht so aus. Tja, finde ich gut. Moment, das machen wir hier hinten hin. Zack. Das düster. Ha, finde ich gut. Und wenn wir das jetzt hier noch am Terrain ausrichten, dann werden die hier auch noch alle schön nass. Zack. Haha. Lustig. Sehr schön. Alles klar. So, 28 Minuten purer Bauwahnsinn mit dem lieben Fox. Das bin ich. Das ist unser Park. Und ich hoffe, wir sehen uns dann demnächst bald wieder. Und es schneit da draußen. Alles dann.